Vorher aber ein wahrer Krimi. Er beginnt harmlos. Sie bieten eine Teppichreinigung an oder Handwerkerarbeiten. Doch wer sich auf diese Leute einlässt, riskiert sein Geld. Sie täuschen ihre Kunden, sie zocken sie ab. Sie sind vernetzt in einer verschworenen Großfamilie. Die Mitglieder des Goman-Clans. Jetzt wollen sie Fuß fassen in der Schweiz. Verbrechen als Familiensache. Thomas Vogel hat Clan-Mitglieder in der Schweiz aufgespürt. Seine Recherche über ihre Methoden und ihre Opfer. Es gibt Geschäftsleute, die es nicht mögen, wenn man Fragen stellt. Die beiden Männer stehen im Verdacht, mit krummen Teppichgeschäften Leute abzuzocken. Sie sind keine Einzeltäter, sondern gehören zu einer Großfamilie, einem Clan. Einige der Angehörigen des Clans prahlen gern im Internet mit ihrem Vermögen. Ein Bankkonto haben sie selten, dafür horten sie Bargeld. 275.000. Nagelneu bei Porsche abholt, Jungs. Doch woher haben sie das Geld? Welcher Arbeit gehen sie nach? Antworten auf diese Frage suchen wir in Asch im Baselbiert. Hier lebt das Ehepaar dahinten. Die beiden Rentner lesen dieses Inserat. Eine Schweizer Firma mit 60 Jahren Erfahrung bietet Teppichreinigungen an. Es klingt verlockend. Dann hat er hier angefangen rechnen. Ja, und dann hat er einen Preis gesagt. Dann haben wir nur uns angeschaut, mein Mann und ich. Welchen Preis denn? Also, so viel ich mich noch mal erinnere, waren es etwa 12.000 Franken. Das Ehepaar drückt den Preis für die Wäsche von drei Teppichen auf 2.300 Franken. Natürlich hat er Bargeld wollen. Dann hat er sich eben angemeldet, dass er die Teppich wieder vorbeibringt. Und wir haben das Geld geholt auf der Bank und er hat das Bar bekommen. Ist Ihnen das komisch vorgekommen? Das ist mir sehr komisch vorgekommen. Als die Teppiche zurückkamen, waren sie immer noch dreckig. Also da hat es eben so Flecken drin gehabt. Und das hat es immer noch. Also mir sieht es nicht so gut, aber es stört mich halt. Das Inserat sah vertrauenswürdig aus, mit Name des Inhabers und einer Schweizer Adresse. Wir versuchen, den Inhaber Christian Sieg zu erreichen. Die gewählte Verbindung kann nicht hergestellt werden. Bitte überprüfen Sie die Nummer und wählen Sie nochmal. Gegen Sieg, einen rumänischstämmigen mit deutschem Pass, gibt es mehrere Anzeigen. Die Polizei hat ihn vorgeladen. Er ist dort nicht erschienen. Ist er ins Ausland geflüchtet? Offiziell gemeldet ist Christian Sieg immer noch in Oberdorf im Kanton Basel-Land. Hier hatte Sieg seinen Laden. Sein Name steht nicht mehr da. Die meisten Nachbarn haben Angst, mit uns zu reden. Die Wirtin eines Restaurants erinnert sich an ihn. Es ist ja Teppichreinigung, heisst ja die Firma. Aber irgendwie zwei Monate später haben sie dann Gold ankaufen und Gold verkaufen. Dann waren dann noch ein paar Leute vom Köln und vom Elsatz als Mitarbeiter. Aber sie hat alles hier geschlafen, komischerweise. Der Laden von Sieg habe praktisch keine Kunden gehabt, sagt die Wirtin. Sie habe sich immer gefragt, wie jemand so Geld verdienen könne. Gegen Abend hätten sich dort immer merkwürdige Leute getroffen. Wann wurde es Ihnen klar, dass etwas nicht stimmt? Wo die Polizei zu mir gekommen und nach Herrn Christian dann gefragt. Und ich war auch ziemlich verschrocken. Und dann habe ich ihn gefragt, um was es geht. Dann hat er mir gesagt, er ist gesucht von der Polizei. Mehr dürfen wir nicht sagen. Habt ihr mir gesagt, dann ist mir schon klar, es stimmt etwas nicht mit ihm. Und seitdem habe ich ihn denn nie wieder gesehen. Christian Sieg gehört mutmaßlich zum Goman-Clan in Deutschland. Einige stehen vor Gericht wegen Erpressung, Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Zum Beispiel Frankie Goman, hier im Gerichtssaal, 25-fach vorbestraft. Herr Goman, haben Sie eigentlich mal dran gedacht, Ihre Opfer zu entschädigen? Hallo. Ist gut jetzt. Hey. Ist so gut. Was ist denn los? Aus den Rumänen wurden Deutsche. Viele leben von Sozialhilfe.
Gleichzeitig haben ein paar von ihnen einen Fuhrpark wie Multimillionäre. Wie kann das sein? Solche Fragen kommen schlecht an. Wäre es möglich, einmal mit Ihnen zu sprechen? Wäre es möglich, einmal mit Ihnen zu sprechen? Und wenn Sie jetzt nicht gehen, jetzt verlassen Sie das Grund. Ja, wenn Sie mich damit. Hören Sie bitte verlassen auf, Sie das Grund. Hören Sie auf. Raus! Raus! Hören Sie auf, mich zu verlassen. Raus! Raus! Kommen Sie mal hier! Kommen Sie mal! Du kriegst mein Make-up, du Fotze lecker! Du Arschloch! Raus, habe ich gesagt! Schönen Tag! Mit dem Clan ist nicht zu spaßen. Moritzweg 26 in Bern. Hier haben sich in diesem Frühjahr 16 Personen eingemietet, in einer Anderthalbzimmerwohnung. Ein Anwohner, der nicht erkannt werden will, erinnert sich an Bentleys und Mercedes vor dem Haus. Und dass nach einer Polizeirazzia alle über Nacht verschwunden sind. Am Briefkasten stand damals auch der Name Gohmann. Die Fremdenpolizei Bern will verhindern, dass sich Teile des deutschen Clans in der Schweiz breitmachen. Vorsteher Alexander Ott reagiert schnell, als der erste Verdacht auftaucht. Die Wohnungsgrösse ist hier eine anderthalb Zimmerwohnung und wir reden hier von monatlich 2350 Franken. Und das sind eben 16 Personen, die an der gleichen Wohnung angemeldet worden. Und das können wir nicht und wollen wir nicht tolerieren. Der Verdacht, dass sich hier ein Clan etablieren will, erhärtet sich. Akribisch sucht die Polizei nach weiteren Verstößen. Sie wird schnell fündig. Die Arbeitsverträge listen keinen Ferienanspruch auf. Das ist illegal. Sie haben keinen Arbeitsvertrag, einen richtigen. Sie haben auch kein Domizil, ein richtiges. Also, das ist eigentlich, eben, man sagt dem im richtigen Jargon, ist das Täuschung der Behörden. Und es ist Erschleichen vor einer Aufenthaltsbewilligung. Die Polizei verfügt, innerhalb eines Monats müssen die 16 Roma das Land verlassen. Doch werden sie das tun? Beispiel Carlos. Sein Name stand am Briefkasten in Bern. Carlos denkt nicht daran, die Schweiz zu verlassen. Er wohnt jetzt in Neueneck im Kanton Bern. Im ehemaligen Restaurant Bären hat er sich eingemietet. Zumindest steht sein Name am Briefkasten. Doch niemand öffnet uns die Tür. Also rufen wir ihn an. Grüezi, Quick, nach Hofsteinreinigung. Hier ist Vogel, guten Tag. Guten Tag, Herr Vogel. Rede ich mit Herrn Carlos von der Steinreinigung? Jawohl. Wir wissen, dass die Polizei aufmerksam geworden ist auf Sie, weil man vermutet, dass Sie nicht korrekt arbeiten und auch nicht korrekt abrechnen. Aufgehängt. SVP-Gemeindepräsidentin Marlies Gertheis ist besorgt. Denn Carlos will hier nicht nur wohnen, sondern Geschäfte machen. Diesmal nicht als Teppichpfleger, sondern als Steinreiniger. Das ist das Inserat. Das ist eine Firma, die Dach- und Steinreinigungen anbietet, die der Firmensitz scheint zu haben, auch mit einer Briefkastenfirma an der Denkmalstrasse 1, hier bei uns in Neueneck. Und das ist eine private Liegenschaft, die zwar Zimmer vermietet, aber wo uns auch bestätigt wurde, dass dort nicht eine Firma angemeldet ist. Der Mietvertrag ist gefälscht. Wieder geht es um eine Masche, um in der Schweiz Wohnsitz zu erlangen. Das heißt, Sie möchten auch gerne Spielverderber. Der Gohmann-Clan scheint ja eine sogenannte Parallelgesellschaft zu sein, die sie aufgebaut haben. Also das ist ja nicht gemacht, dass nachher einfach zwei, drei da sind. Das sind auch eine ganze Familie. Das sind ganze Sippen, eben clanartig aufgebaut. Und das entspricht nicht dem, was wir hier in der Schweiz haben. Und erst recht nicht, wenn es organisierte Kriminalität ist, wenn es Betrug ist. Es ist auch die Rede von Sozialleistungsbetrug irgendwo. Genau das hat der Gohmann-Clan in Deutschland gemacht. Eine Sonderkommission der Kölner Polizei ermittelt. Es geht um das Erschleichen von Sozialleistungen, Geldwäsche und Falschgeld. Möglicherweise wird einigen Clan-Mitgliedern der Boden unter den Füßen zu heiß. Sie ziehen in ein anderes Land. Wir wollen wissen, was aus den Gohmanns geworden ist, deren Name in Bern im Frühsommer am Briefkasten stand. Sie müssen die Schweiz wegen Erschleichung einer Aufenthaltsgenehmigung verlassen. Wir hören aber, dass sie untergetaucht sind.
Die Spur führt in die Ostschweiz nach Uznach. Hier im Städtchen wurde vor 2 Monaten ein Geschäft eröffnet, das Orientteppichhaus Goman. Die bekannte Masche an einem neuen Ort. Hallo. Dürfen wir ein paar Fragen? Hallo, komm mal raus! Wir haben ein paar Fragen zu Goman. Was für Goman? Sie haben ja in Bern gewohnt, am Moritzweg. Gehen Sie raus! Wieso sind Sie da weg? Gehen Sie raus! Gehen Sie raus, hab ich gesagt! Wir haben nur ein paar Fragen an Sie. Hallo! Ich bin das nicht! Gehen Sie raus, du Wichser, du Penner! Fick ich dich! Die beiden verstauen hastig ein paar Gegenstände in einem Papiersack und rennen davon. Sie wollen auf keinen Fall mit uns reden. Was sie im Sofa versteckt hatten und was sie in Sicherheit bringen wollten, wissen wir nicht. Auch in der Ostschweiz ist die Polizei alarmiert. Die Ermittler in Chur haben die Bevölkerung mehrmals gewarnt, kriminellen Teppichwäschern auf den Leim zu gehen. Doch die Bande schafft es immer wieder, Opfer zu finden. Also ein aktueller Fall ist sicher, wo sich so zugetragen hat, dass im Prinzip eine Dame jetzt so einen Flyer da gesehen hat, betreffend Teppichreinigung. Danach ist sie dann zugegangen auf die Leute, hätten wollen einen Teppich reinigen lassen, zu einem abgemachten Preis. Der Teppich wurde abgeholt. Doch dann gab es Probleme, angeblich wegen Corona. Es ist immer vertröstet worden, bis sie überhaupt keinen Kontakt mehr können aufbauen mit diesen Leuten. Und die Dame ist heute noch nicht zu ihrem Teppich gekommen. Clan-Mitglieder seien problematisch, weil sie ständig ihre Identität wechseln, sagt Roman Rüegg. Die Polizei könne sie darum nur schwer fassen. Am einen Ort, wo sie halt einfach merken, hey, da geht es jetzt ein bisschen zur Sache, da wird es jetzt schwierig für uns, dass es halt einfach so anders ausweichen tönt. Und darum haben wir das wahrscheinlich auch, dass die von Deutschland jetzt übergegriffen haben zu uns in die Schweiz. Teppichreiniger Bani Palsargisi behauptet, der Clan würde Teppiche meist gar nicht waschen. Damit die Kunden dies nicht merken, gäbe es einen einfachen Trick. Es gibt aber viele, die halt solche Spray- oder Duftstoffe benutzen. Das haben die im Auto meistens. Also bevor der Teppich geliefert wird, wird nochmal so reingesprüht und dann liefert man den Teppich und der Kunde riecht halt, das denkt er, okay, der Teppich ist perfekt gewaschen, weil es angenehm riecht und alles. Sargisi zeigt uns, wie Teppiche auf seriöse Art gereinigt werden. Mit Klopfmaschine und feinen Bürsten. Ein Billigkonkurrent aus dem Clan hatte den Namen Royal Teppichpflege kopiert und damit Sargisi Kunden abgeworben. Das sind Clans halt im Prinzip. Das sind Leute mit bestimmten Eigenschaften. Das heißt, die leben von Tag zu Tag, egal ob sie jetzt 100 Franken in der Tasche haben oder eventuell 10.000 Franken in der Tasche haben. Also die leben von Tag zu Tag, die wandern halt, die bleiben nirgendwo. Also die sind vielleicht, die machen ein Geschäft auf, dann sind die 2-3 Monate da, dann ziehen die halt weiter. Hier nach Bern an den Moritzweg sind viele der deutschen Roma gezogen. Jetzt aber sind sie verschwunden. Alexander Ott ist unschlüssig, ob er mit seinen Maßnahmen die Festsetzung des Clans verhindert hat. Es wird ein längerer Kampf. Sie versuchen an verschiedenen Orten natürlich Fuß zu fassen. Sie nutzen dabei auch unser föderales System natürlich aus. Und darum müssen wir uns entsprechend auch vernetzen, dass wir dem entgegenwirken können. Was ist das Ziel von diesen Leuten, wenn die einfach Teppich reinigen und Steinböden putzen? Nein, das ist eigentlich nur der erste Teil. Sie wollen hier Fuß fassen, um ihre Geschäftstätigkeiten entsprechend auszuweiten. Und das geht eben dann zu Betrügereien bis in die Wirtschaftskriminalität hinein. Und das sind eigentlich Vorbereitungshandlungen, um das umzusetzen. Die Clan-Mitglieder scheinen wenig beeindruckt von der Polizei. Einer von ihnen, Giuliano Clear, war am Moritzweg gemeldet. In Bern hat er eine Uhr gekauft und ließ sich dabei von einem Kumpel filmen. Ja, ich habe gleich einen Kunde. Ja, ich muss gerne, ja. Ich habe Teppich repariert und waschen.
11.100, please. De, Putin Chavo, sei sehr. Ich mach da die Schawale, die geht ab und zu nehmen, Chavo. Die Polizei weiß nicht, wo Claire derzeit steckt. Vermutlich sei er nach Deutschland zurück, heißt es. Dort war er aber nur, um einen Mercedes 220 zu kaufen. Seine Jungfernfahrt führt ihn schnurstracks zurück in die Schweiz. Nach Uznach. Dorthin, wo die beiden mutmaßlichen Clanmitglieder vor uns geflüchtet sind. Fröhlich stoßen die drei auf den Neuwagen an. Sie scheinen sich in der Schweiz wohlzufühlen. Ja, und wenn es zu heiß wird, ziehen sie einfach weiter. Diese Leute sind den Behörden stets einen Schritt voraus. Nun wollen die Polizeikorps besser zusammenarbeiten. Nächsten Monat treffen sie sich dazu in Bern.